Wozu dienen eigentlich Formschläge? Schaut man sich Richtlinien zum fertigungsgerechten Gestalten an, so wird darin geraten, Gussteile mit Formschrägen, manchmal veraltet auch Aushebeschrägen genannt, zu versehen. Schon mal drüber gestolpert? Bestimmt. In Aushebe-Richtung sollen die Außenflächen eines Gussteils leicht schräg liegen. Sonst lässt sich das Gussteil nicht beschädigungsfrei aus der Form heben. Das lässt sich beim Urformen mit einem ganz besonderen Pulver übrigens eindrucksvoll nachformen. Dazu zerkleinern wir feinste Espresso-Bohnen mechanisch in einer Mühle zu Pulver, füllen es zunächst in einen Siebträger mit deutlicher Formschräge, verdichten und überbrühen es. Nach der Espresso-Extraktion lässt sich der Trester mit lockerem Schwung aus dem Handgelenk entformen. Jetzt wiederholen wir den Versuch, diesmal mit einem Siebträger ohne Formschräge. Alles nochmal von vorn. Malen, füllen, verdichten, überbrühen. Aber diesmal brauchen wir zum Entformen erheblich mehr Wumms. Beschädigungsfrei, Fehlanzeige. Hier nochmal zum Vergleich. Das Ergebnis aus dem Siebträger mit und ohne Formschräge. Zu Einzelheiten und Randbedingungen lesen Sie Fachliteratur und fragen Sie Ihren Barista oder Kaffeeröster. Auf technischen Zeichnungen werden die Formteilungen übrigens mit breiter Volllinie gekennzeichnet und vorzugsweise außerhalb des Formteils mit einem Diamantsymbol mitten über diese Linie gekennzeichnet. Der Kennbuchstabe M gibt dabei an, dass es sich um eine Teilungsebene für Formen, Englisch Mold, handelt. Zur Zeichnungsvereinfachung können die Schrägen weggelassen und durch ein Neigungssymbol ersetzt werden. Die Hypotenuse des Neigungssymbols bestimmt die Richtung der Formschräge. Die längere Kathete wird parallel zur nunmehr neigungslos dargestellten Körperkante ausgerichtet. Die kürzere Kathete wird als Teil der Formteilungslinie eingetragen. TP steht für Taper Positive und zeigt an, dass ausgehend vom angegebenen Maß Material dazugegeben wird. Wer es genauer wissen will, schlägt ISO 10135 auf. Jetzt ist aber Schluss, sonst wird mein Espresso kalt. Guck mal da, das duale System setzt sich in allen Bereichen des Lebens durch.